Einen wunderschönen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator. Folge 376. Wo wir ein bisschen Management erstmal machen. Bevor wir überhaupt mal gucken müssen, ist ja die letzte Folge erstmal wieder für eine Weile. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie viel Zeit wir denn noch für Aufträge haben. Und ja, das war ein sehr kleiner Auftrag, groß und ein sehr, sehr kleiner Auftrag. So, zuerst gucken wir mal kurz, Garage Manager. Wir haben diese Garage und die müssen wir aufrüsten. Genau. Frei wie der Wind. Werd ich über dich kommen, du Hurensohn, wenn du nicht mit mir rechnest. Auch ich bin ein Poet. Schnicke, schnicke. Wäre es auch cooler gewesen, wenn für die Kamerafahrt die Tür offen gewesen wäre, dass man mit der Kamera nicht durch die Tür durchgeflogen ist. Aber gut, das geht auch. Oh, diese Glaspanel, das finde ich geil. Ich meine, ich muss kurz zugeben, für mich wäre es ein bisschen zu viel Glas. Ja? Da könnte ich nicht mal in Ruhe Hentais gucken, ohne dass jemand merkt. Aber, so als Firmengarage, wenn auch Firmen hinkommen sollen, also Normalsterbliche und keine anderen Firmen, also nicht Business to Business, dann ist natürlich klar, der muss ja repräsentativ sein, damit man, ne? Aber wir als Spedition werden ja nicht von normalen Leuten gebucht, sondern von Leuten, die online nach der günstigsten Spedition suchen oder, I don't know, whatever. LKW-Händler. Mercedes. So. Zwei Krämer bestimmt nicht, ne? Oh, wir kriegen sogar zwei für den Preis. Und es bleibt noch mehr als 4.000 übrig für zwei weitere Mitarbeiter. Ja, leck mich am Arsch. Also, das ist zwar oft ganz knapp Bekannte, mein Freund. Aber, wem interessiert das? Das ist ein bisschen zu heftig, ne? Ich würde lieber so ein bisschen so... Bisschen so in den hellblaulichen Ton gehen. Sieht besser aus. Ne, normal blau wäre 240. Ne? Aber ich glaube, das Blau sieht besser aus. Ich weiß, mein perfektionistisches Herz heult auch gerade mit euch. Aber manchmal muss man sein eigenes Herz einfach mal erwürgen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Sättigung. Null. Also das hier keine Rolle mehr, weil, ne? Sättigung ist null. Das ist dann unser weiter LKW. Geil, Alter, wenn wir sowas für LKW kaufen können. GG. Und wir können auch zwei Mitarbeiter einstellen. GG. So. Erstmal wieder gucken nach Frauenpower. Kann sein, dass immer noch die gleichen Mitarbeiter sind? Es sind immer noch die gleichen Mitarbeiter. Wobei, nee, es sind zwei verschiedene. Aber die haben weder wertvollen noch Fernfahrer. Ah, sie hat wertvoll. Und sie hat auch wertvoll. Gleich zwei Damen mit wertvoller Fracht. Es war, ne, nicht so schön, wäre schöner gewesen, wenn Fernfahrer. Aber hey, das ist jetzt egal. Wir müssen, wenigstens wertvolle Fracht. So. Na. Ich meine, klar, eigentlich, ich persönlich hätte jetzt eher ihn genommen, ne? So wegen Stets. Aber gut, was soll's denn? Ich meine, die leveln sich ja eher low, von daher scheiß drauf. Das bisschen Startlevel macht jetzt nicht den Kohl so fett. So, dann machst du erstmal, genau, du brauchst erstmal alle ausgeglichen hier. Sie könnte mittlerweile sogar Fernfahrer machen. So. Er kann auf jeden Fall Fernfahrer machen. Ah.
Easy, genauso. Geil. Das heißt, wir machen jetzt mal eine Schnellreise zu unserer Garage in Leipzig. Nö, ich würde mal sagen, wir fahren mal wieder zu Basti. Wo ist denn Basti überhaupt nochmal? Nee, Basti? Ist das schon Basti? Ja, ne? Doch, das ist Basti. Genau. Und machen da mal wieder richtigen Safe Point. Da mal wieder richtig speichern. Wieso haben wir gerade. Wieso, was war gerade geklingelt? Ja, klar, Schnellreise. Hä, Moment hier mal. Hä? Müssen wir mal kurz gucken. Von Schnellreise. Von Garage zu Garage kostet auch. Stimmt, ja. Ey, 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 chill, boy. Wie ist das Genf? Genf geht. Was haben wir denn? Haben wir denn nämlich nur noch 2000. Das ist so geil. Wir leben gerade echt auf Kante, so, Digga. Auf Kante. Alles ausgereizt, kein einziger Cent mehr. Und wir haben bloß noch 2000. Das reicht noch genau für einmal tanken und das war's dann. Pennen müssen wir auch, by the Lass uns way. loslegen. Das heißt, dann pennen wir erstmal. Den Auflieger schiebe ich mal wieder in die Garage. Achso, ah ne, halt, dann fliegt ja nach Lady. Ne. Nee, macht keinen Sinn. Haben wir natürlich, ne, zwei E-Mails bekommen, weil wir kurzzeitig in die Miese gerutscht sind wahrscheinlich. Ja klar, wir haben zwei E-Mails bekommen, kann nur das sein. Andere Leute schreiben uns ja nicht mehr so, ne? Wir sind einfach so Liebe von anderen Menschen gibt's bei uns gar nicht mehr so. Wenn jemand was von uns möchte, dann nur para. So, that's our. Ach ja, zum Beispiel müssen wir auch noch. Zum Glück ist die im Basti hier gleich nebenan. Neu berechnen. Ne? Achso, wegen Auflieger. Route neu berechnen. Das ist so scheiße. Hätten wir vielleicht unseren Auflieger mitnehmen können. Ah, fuck. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Warum bremst der Hurensohn hier? Was ist denn Das falsch mit war eine dem? schöne Fahrt. Deine Mutter war eine schöne Fahrt. Bisschen holprig, die Alte, aber hey. Autsch. Der Tag hat wieder Kommentare. Ja, nee, hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es. Unser LKW ist ja komplett top-notch. So, mehr geht einfach nicht. So. Ich weiß nicht, mit Auflieger sind wir auch schon durch, ne? Das ist auch schon alles, was alles sein könnte. Ja, doch. Der sieht auch gut aus. Kann ich jetzt noch mal Schnellreise? Zwei, ganze 2 Euro, Digga. Das ist ja. Auf
geht's. So, wir finden mit unserem Auflieger wieder bereit. Wir gehen mal kurz bei uns hier tanken. Sehr geil. Ja, so geht's. Da. Können wir nämlich jetzt mal wieder richtig speichern hier. Ach, wir können eigentlich mal wieder beide übertragen. Überschreiben. Aktuell ist ja alles eigentlich perfekt. So, LKW frischer, Bremsen frisch getankt. Unsere Firma geht's top. Gut, wir haben ein bisschen Schulden, ja, aber... Ich meine, wir haben schon mehr als 100.000 Euro pro Tag Profit, Digga. Das ist schon ordentlich. So. So, und dann gucken wir mal, wir haben noch... 20 Minuten. Ich glaube, da machen wir mal lieber einen Schnellauftrag. Ist für die Zeit wahrscheinlich angebracht, der RR. Hier zum Beispiel für 19.000 Euro sind bloß, gut, wie viele Kilometer steht hier gar nicht. Ist ja interessant. Ach doch, da oben, Streckenlänge. 2500, 500. Ich meine, das würde sogar funktionieren fast. Wenn wir rasen, wohlgemerkt. 400, das ist alles ganz schön lang. 2000, 6000, 600, 200 Kilometer. Das doch, ja, hier 46, das können wir machen. Das ist, was war das? 2 Tonnen? Lebendrind? Lebendrind. Also, Rind, das Tier, also das. Lebewesen, Rind, das lebt. Ah, wow, wir fahren Volvo. Sind ja schon lange nicht mehr gefahren. Aber den Auflieger sind wir noch nie gefahren. Holy shit. Links abbiegen und dann links abbiegen. Aua, aua. Hey, wir sind 700 Kilometer? Ja. Immer geradeaus. Ja, der ist auch noch die Fähre mit dabei. Dachte gerade schon, ich habe mich jetzt ins Boxhorn gejagt. Aber 700 Kilometer will mit der Folge definitiv nicht mehr schaffen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gut, der Auflieger ist eigentlich viel zu hell. So, ich meine, das ist ja kein privater Auflieger, sondern einer, der uns von der Firma gestellt wurde. Also, wenn die ihn nicht gerade frisch gekauft haben in dem Moment, dann müsste der eigentlich aussehen wie eine Rostlaube. So. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich glaube mal, der Vierauflieger ist ganz schön, der Gewichtsmittelpunkt. Up in the sky. Mann, ist der gerade schnell umgeflogen. Holy shit. Er ist ja gut, der Auflieger steht liegestill. Was tust du denn hinten? Lackaffe. Was 2% Schaden bei der Fracht. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut enden. Kein Problem. Ich finde eine neue Route.
Das wird eine schreckliche letzte Folge. Eine schreckliche letzte Folge. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ah, da. Biege nach links ab. Oh, das heißt, bei Kurve müssen wir aufpassen. Der Auflieger fliegt wohl sehr leicht um. Oh, Alter, guckt euch mal. Alter, wie schnell der Auflieger in die Neige geht. Oder? Die Kamera ist schief. Hä? Bei dem linken Rückspiegel sieht es voll aus, als wenn der Auflieger voll Schieflage hätte. Alter, aber wie schnell der... Alter. Die Kamera... Der Rückspiegel sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie ist der Rückspiegel schräg. Sieht die ganze Zeit so aus, als wenn der Auflieger gleich umfällt. Bei dem unteren Rückspiegel, bei dem Weitwinkelspiegel, da geht's. Oh, wir fahren die ganze Zeit ohne Musik. Aber bei dem oberen also bei dem normalen Rückspiegel, das sieht echt komisch aus. Welt gehört mir und ich nehme sie mir. Immer geradeaus. Bitte rechts. Alter, ja. Ja, der Flieger geht sehr schnell in die Neige. Das ist nicht gut. Ja, das Problem ist halt, ne, beim klassischen Auflieger, da steht halt die Ware halt auf dem Boden. So, das heißt, der Gewichtsmittelpunkt ist halt relativ tief. Hier hast du aber zwei Etagen, wo Kühe drin sind, glaube. Du hast eine obere Etage und eine untere Etage. Und dementsprechend hast du halt zwei Gewichtsmittelpunkte. Halt einen oben unten auf dem Boden und dann halt einen oben in der zweiten Etage. Und da es keine zwei Gewichtsmittelpunkte geben kann, heißt das, dass der effektive Gewichtsmittelpunkt genau dazwischen ist. Und dementsprechend wesentlich weiter über dem Boden ist als bei normalen Aufliegern. Außer du hast sehr sperrige Fracht. Wo müssen wir hin? Wir müssen das Ding, was geradeaus geht. Ah ne, sag mal um. Ah doch, was geradeaus geht. Also von uns aus gesehen geradeaus, also runter. Ja, ja. Schon alle so really fucked up. Und Nacht. Wir haben 11 Stunden, wir brauchen noch 3 Stunden. Ich traue mich nicht zu schlafen. Und es pisst doch, wir schlafen. Okay. Nee, bei Pitz wird euch jetzt keinen Bock zu fahren. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Es pisst immer noch. Digga, wie lange pisst es hier? Das ist eine verfluchte letzte Folge. Biege nach links ab.
Kreisverkehr erste Ausfahrt. Ist ja gut, jetzt hier. Diese Ausfahrt. Da würden sich nur einmal kurz am Ohr kratzen und 5,3% Frachtschaden. Die liegt doch am Arsch. Ich sag's ja, diese Folge ist eine. Folge für die mal sterben kann. Also ich. Hey, ah, nee, hier ist Geld. Kannst du mal? Holy moly. Jetzt fliegt doch noch so ein Flieger rum. Dann weg hier. That's my no-no square, bitch. Hauptsache, sie fliegt nicht über den Eistee. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, ich weiß. Was kennst du für, dass es regnet? Der Regen war nicht geplant. Vor allen Dingen durch die ganzen Mautstellen kommst du auch nicht wirklich in Fahrt. Gut, nicht, dass sie überhaupt irgendwas bringt allzu viel, weil bei dem Wetter schnell fahren eh gefährlich so, mit dem Auflieger auch gefährlich. So, aber trotzdem so. Das ist so schwierig. Wir müssen ja trotzdem schnell fahren, weil so kommen wir immer zu spät an. Das heißt, wir haben 3% Schaden an der Fracht. Kommt zu spät. Digga, wir müssen selber für diese Fracht zahlen. So. Nach dieser Fracht haben wir keine 700.000 Euro Profit mehr in 7 Tagen, sondern minus 700.000. So. Außerdem gibt es noch einen Eintrag im Mammutti-Heft. Nichts damit, ein Sternchen diese Woche. Kann sich auch schon so regnen? Ich habe das Gefühl, das wird immer dichter, immer dicker. Das ist doch kacke. Weil man sieht halt durch den Nebel nichts, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, was vor uns abgeht. Und da kann ich doch überhaupt nicht auf irgendwelche Sachen reagieren. Sehr schwierig. Alter, ist das weiß vor uns, ey, holy shit. Du kannst doch keinem erzählen, ey. Die besten Reifen haben wir nicht, ach, haben ja hier aber nicht drauf, ne? Aquaplaning ist hier schon wieder 6 Sätzen. Ist aktuell so rutschig, der Auflieger könnte gerade gar nicht umfallen. Einfach weil er eh unten stattdessen einfach wegrutscht. Ah, ich glaube, der Nebel lichtet sich gerade. Also entweder ist er gerade Wunschdenken oder der Nebel. Ja.
Der Grill hört auch gerade auf. Sehr schnieke. Nice, endlich. Gut, dann müssen wir natürlich irgendwie aufpassen, dass der Auflieger nicht umfällt. Oh, Alter, nee, 36, 35 Minuten schaffen wir nie im Leben. So schnell können wir gar nicht fahren, selbst wenn wir wollten, weil hinten kommen enge Kurven. Alter, was ist das für ein Gebiet? Kenne ich gar nicht hier. Was eine kurvenreiche Strecke hier, ey. Ich habe das Spiel, das Gefühl, das Spiel wird uns leiten sehen gerade. Ich meine, sieht schön aus, keine Frage, aber holy shit. Biege nach links ab. Fahr doch. 10% Schaden. Ja, 20 Minuten immer noch vor uns. Und wir haben noch 7. Da vorne ist das Ziel. Da vorne ist das schon das Ziel? Nee. Wenigstens unsere Mitarbeiter verdienen ordentlich Geld. Wir haben es irgendwie verlernt. I don't know. Was da schief gelaufen ist. Na. Wir sind zu spät. Biege nach links ab. Das Ding habe ich nicht gesehen. Und 5% Schaden. Und. Der stabilste Stab der Welt. Was später. Oh, geht eigentlich. Okay, dann, also dann definitiv mehr, viel mehr. Aber trotzdem insgesamt fast ein Viertel abgezogen von beidem. Na, hier ist sogar fast die Hälfte. Nein, nicht ganz. Doch, klar. Doch die Hälfte. Also das ist die Hälfte von dem hier, also ist ein Drittel abgezogen worden, so. Und das ist ein Drittel von dem, also wurde hier ein Viertel abgezogen, genau. Ja. Nevermind, frag mich nicht, gut. Ja, war ja eine gelungene Schandtat, möchte ich sagen. Ja. Naja, Dinge sind geschehen. Was soll ich dazu noch sagen? Gut, dann soll das mit dieser Folge auch gewesen sein. Und ja, in der nächsten Folge
Können wir erstmal wieder gucken, ob wir mal wieder. Ja, ich meine, mittlerweile können wir echt anfangen. Ich meine, wir können wieder noch mit unserem Auflieger fahren. Oder halt. Ja, wir können mal immer gucken. Vielleicht fahren wir mal wieder mit unserem LKW, aber Fremdauflieger, I don't know. Auf jeden Fall können wir jetzt mal wieder sparen, also ein bisschen sparen, nicht für Garagenkauf und LKW-Kauf für andere, sondern für uns vielleicht noch einen dritten LKW. Lines of was auch immer. Oder wir kaufen also erstmal noch eine Garage mit noch 5 LKWs. Ah, keine Ahnung. Ja, aktuell sind wir echt komplett frei, was wir machen können, wollen. Naja, bis dann.